Hallo Freunde des gepflegten Bordes, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die Tage werden kürzer, die Nächte länger, es ist kalt in Deutschland. Aber ich habe ein paar Tipps für euch zusammengestellt, wie ihr sicher mit eurem Vollbart durch den Winter kommt. Wie diese Tipps aussehen, das seht ihr nach dem Intro. Kommen wir jetzt zum Tipp Nummer 1. In meinem ersten Tipp geht es um die richtige Trocknung des Vollbartes. Nach eurer täglichen Reinigung des Bartes mit einem Bartshampoo, wie das zum Beispiel von Goldax, den Blackbirds oder der Firma Brooklyn Soap Company, aber es gibt noch viele weitere. Ja, dann reicht es oft nicht aus, den Bart einfach mit einem Handtuch zu trocknen, da das Barthaar noch etwas feucht ist. Und feuchtes Barthaar ist idealer Nährboden für Erreger und Bakterien. Das heißt, es bildet sich ein unangenehmer Geruch und das Barthaar sieht einfach nicht schön aus. Das wollen wir vermeiden. Und jetzt kommt der eigentliche Tipp ins Spiel, der Haartrockner, das heißt ein Föhn. Wenn ihr die Möglichkeit habt, euren Föhn auf Kaltstufe einzustellen, nutzt diese. Ist das nicht der Fall, rate ich euch zu der geringsten Hitzestufe. Als kleiner Geheimtipp obendrauf empfehle ich euch, ein paar Tropfen eurer Bartöls in den noch feuchten Bart einzumassieren. Das wirkt als kleiner Hitzeschutz. Danach einfach das Barthaar in Wuchsrichtung föhnen und im Anschluss noch etwas Bartöl auftragen. Als Bartöl kann ich euch empfehlen, wenn es etwas in die Parfümrichtung gehen soll, das Gölz-Bartöl oder wenn es etwas exotischer sein sollte, das Bartpracht Paderborn, das einen Geruch hat wie Patchouli. Aber es gibt natürlich auch zahlreiche andere Bartöle, die ihr da verwenden könnt. Kommen wir jetzt zum Tipp Nummer 2. In meinem zweiten Tipp geht es um das Bartöl generell. Warum ist ein Bartöl gerade in der Winterzeit so essentiell wichtig? Weil eure Haut und euer Barthaar selbst durch die trockene kalte Luft ausgetrocknet wird. Dem wollen wir entgegenwirken. Drum rate ich euch, nutzt ein qualitativ hochwertiges Bartöl mit guten Trägerölen und guter Kombination der Inhaltsstoffe. Denn euer Bartöl versorgt eure Haut und euer Barthaar selbst mit der nötigen Feuchtigkeit, es gibt einen schönen Glanz, Struktur, es macht euer Barthaar weicher und ein angenehmer Geruch bringt das Bartöl selbst mit sich. Kommen wir jetzt zum Tipp Nummer 3. Als dritten Tipp empfehle ich euch ein ordentliches Beardbalm als Ergänzung zum Bartöl selbst. Während das Bartöl in die Bartwurzeln einzieht und euer Barthaar weicher macht, gibt das Beardbalm nochmal den Extra-Kick, wenn es um Struktur und Form geht. Das heißt, ein Beardbalm versorgt euren Bart mit dem Extra-Schuss an Glanz, Struktur und ihr könnt eine ordentliche Form bilden. Als Beardbalm-Empfehlung habe ich von Mr. Burdens die Sonderedition Barbarian für euch, wenn es etwas männlicher sein soll. Oder wenn ihr lieber auf Minze Eukalyptus steht, kann ich auch wärmstens das Brooklyn Soap Company Beardbalm empfehlen. Aber es gibt ja natürlich noch zahlreiche weitere Beardbalms. Kommen wir zum letzten Tipp Nummer 4. In dem vierten und letzten Tipp geht es um die Bartform. Warum ist sie gerade jetzt so wichtig? Ja, in den kalten Wintermonaten tragen wir wieder vermehrt Jacken und dicke Mäntel mit Reißverschluss. Und da kommt es nicht selten vor, dass sich das ein oder andere Barthaar mal darin verfängt. Aber das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist das Barthaar einfach auszureißen. Nein, sollte sich euer Bart in dem Reißverschluss verfangen haben, nehmt eine Bartschere und trennt es ordentlich durch. Der Mehrwert, den ihr dadurch habt, ist immens, weil nach ein paar Wochen ist euer Bart wieder auf die Länge angewachsen, die ihr euch wünscht und die Wurzel bleibt dran. Also, als kleiner Tipp, nie das Barthaar ausreißen, lieber eine Bartschere nehmen und es abschneiden. Und das war's auch wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinen Tipps etwas weiterhelfen, den Winter zu überstehen. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo von euch freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, euer TK.